Was ist ethisches Hacken? Ethisches Hacken, das häufig von weißen Hüten oder erfahrenen Computerexperten durchgeführt wird, ist die Verwendung von Programmierkenntnissen, um Schwachstellen in Computersystemen zu ermitteln. Während der nicht ethische Hacker oder Black hat diese Sicherheitslücken aus Gründen des Unheils, des persönlichen Nutzens oder aus anderen Gründen ausnutzt, Bewertet der ethische Hacker sie, weist auf sie hin und schlägt möglicherweise Änderungen an Systemen vor, bei denen die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass schwarze Hüte in sie eindringen. Weiße Hüte können auf verschiedene Arten wirken. Viele Unternehmen setzen ethische Hacking-Services von Beratern oder Vollzeitmitarbeitern ein, um ihre Systeme und Informationen so sicher wie möglich zu halten. Die Arbeit des ethischen Hacking wird immer noch als Hacking betrachtet, da es das Wissen über Computersysteme nutzt, um auf irgendeine Weise in sie einzudringen oder sie zum Absturz zu bringen. Diese Arbeit ist ethisch einwandfrei, da sie zur Erhöhung der Sicherheit der Computersysteme durchgeführt wird. Es wird vermutet, dass ein weißer Hut die Sicherheitsprotokolle eines Systems auf irgendeine Weise verletzen kann, ebenso ein schwarzer Hut. Ziel des ethischen Hacking ist es daher, zu bestimmen, wie mit den laufenden Programmen eingebrochen oder Unheil angerichtet werden kann, jedoch nur auf Anforderung des Unternehmens, dem das System gehört, und insbesondere, um zu verhindern, dass andere es angreifen. Menschen betreten das Feld des ethischen Hackens auf verschiedene Arten. Viele Menschen sind sehr gut mit Computern vertraut und viele, aber nicht alle haben einen Bildungshintergrund in Informatik. In einigen Fällen hat der weiße Hut seine Erfahrung gemacht, indem er zuerst ein schwarzer Hut war. Wenn das Hacken von schwarzen Hüten auf einem ausreichend kriminellen Level war, hat der schwarze Hut möglicherweise die Gefängnisstrafe abgeleistet, bevor er seine Karriere auf produktivere und positivere Weise als ethischer Hacker wieder aufgenommen hat. Die Computerwelt ist bevölkert mit ehemaligen schwarzen Hüten, die heute ethische Hacking-Jobs ausüben. Umgekehrt haben einige weiße Hüte wie Steve Wozniak niemals illegale Handlungen begangen, sondern verfügen lediglich über das Know-how und die Fähigkeiten, um Probleme mit einem Computersystem zu analysieren. Mit zunehmender Nutzung des Internets und Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit, Insbesondere wenn es um Verbraucherinformationen oder private medizinische Details geht, besteht ein erheblicher Bedarf an Computerexperten, um ethisches Hacken zu betreiben. Sogar Websites von Organisationen wie der US-Regierung wurden in der Vergangenheit gehackt, und die Besorgnis über den Diebstahl von Informationen ist nach wie vor unglaublich hoch. Das Entwerfen undurchdringlicher Systeme oder das Erkennen der aktuellen Schwachstellen eines Systems sind wichtige Elemente für den Schutz des Internets und die Geheimhaltung von Informationen. Selbst mit der gegenwärtigen Legion ethischer Hacker, die diese Arbeit ausführen, bleibt noch viel zu tun. Diejenigen, die sich für ethisches Hacken interessieren, erwerben oft ihre eigenen Fähigkeiten, und viele haben ein besonderes Talent und eine besondere Affinität für Computer. Einige Kenntnisse können auch durch formale Ausbildung in Computerprogrammierung erworben werden. Diese Arbeit erfordert Kreativität und der ethische Hacker muss in der Lage sein, über den Tellerrand hinaus zu denken und so viele Möglichkeiten zu finden, wie er oder sie ableiten kann. Ein System könnte von Schwarzen hüten gesucht werden.